Schön, dass ihr da seid. Wir zeigen euch die neuen Sachen von Tokyopop. Ja, auf geht's. So, wollen wir damit anfangen mit Sachen, die wir nicht im Bild haben? Ja, das ist der neue Band von Ein Drittel auf einem Nenner. Genau, der ist nicht mehr da. Und was noch neu ist, ist eine zweiteilige Reihe, wo jetzt der erste draußen ist und der Abschlussband direkt nächsten Monat kam, namens Umwerfend Schön von Mai Ando, die auch Zwischen Sonne und Mond und freche Grüße gemacht hat. Es geht um Mio, die hat kein Interesse an Make-up oder Mode oder an der ganzen Glitzerwelt. Aber dann lernt sie jemanden kennen namens Izumi, der ihr das näher bringt. Hat zwei Bände. Und in meiner Hand halte ich Servant Nr. 16. Das gibt's auch noch. Genau, das gibt's auch noch. So, dann haben wir den Abschlussband von Platinum End. Am Ende wissen wir, wer ist der neue Gott. Wird es überhaupt einen Gott geben am Ende? Und werden die beiden, und werden er glücklich sein? Ich weiß nicht, die alle anderen sterben ja. Also, Und natürlich freue ich mich auch, wenn es was Neues gibt von Takeshi Obata. Das ist jetzt das letzte gewesen, das letzte Werk. Oder kennst du noch was anderes, was der jetzt macht? Du meinst das Duo. Meinst du das Duo? Obata macht ja schon was. Ich weiß nicht, was der genau macht. An sich nicht bisher. Genau, weil er hat ja andere Serien wie Hikaru no Go, Blue, genau, auch wieder Dragon. Schon ewig abgeschlossen, ist richtig. Aber die neue Reihe kommt bestimmt. Ich bin gespannt. So, Fate Zero Nr. 6 haben wir da. Terror Knight 3. Unsere gemeinsamen Tage. Boys Love Einzelband. Kostet, glaube ich. Kostet 8,50 €. Oh, 8,50 €. Dann gibt noch Run and the Peerless Beauty Nr. 4. Der vorletzte von Toxic Love Affair. Ab 18. Ich finde, es ist nicht wirklich ab 18. Es ist halt so, weil es. Weil ich die nicht rummachen, aber trotzdem. So. So, der ist wieder da. Ja, deswegen stellen wir ihn jetzt vor. Eigentlich ist er letzten Monat erschienen, aber da war ja. Ein Druckfehler? Ich weiß nicht mehr welcher genau, oder aber es gab einen. Auf jeden Fall der Abschlussband von Die Natur der Reihenseele. Das sollte auch in der Limited Edition erscheinen, aber glaube ich jetzt nicht mehr, weil es halt einen Druckfehler gab, glaube ich. Ja, ich glaube, der sollte nie in der Limited Edition erscheinen. Nein? Okay. Hiso Hiso Flüstern der Stille Nr. 3. Mit Rückenbild. A Wise Man Grandchild Nr. 5. Konosuba 9. Girls Love mit Küsse und weiße Lilien von meiner Liebste Nr. 7. My Boyfriend in Orange, Band 10. Yep. Verliebt mit Hatsumori-kun, Nummer 5. Fire Force. 27. Da ist bald das Ende. Genau, noch zwei Kapitel kommen in Japan, dann ist Schluss. Mal gucken, ob das ein gutes, befriedigendes Ende hat. Ja. Prinzessin Sakura, Nummer 4. Chocolate and Vampire, Band 15. 15. Black Clover 29. Ja. Inspector gibt's auch noch. Band 11 kommt hier auch sehr rar raus. Und wahrscheinlich auch ein Highlight bei Tokyopop. Genau, Persona 5, das beliebte Videospiel, das Spin-off von Shin Megumi Tensei. Jetzt auch als Manga, wird insgesamt 8 Bände plus haben bisher. Können wir euch zeigen, wie es hier aussieht. Genau, haben viele von euch sicherlich hunderte Stunden rein investiert. Da hat sich einer verlaufen in Shibuya. So, dann gibt es hier noch ein Novel. Genau, und zwar zu The Rising of the Shield Hero Band 3. Ist auch da. Wurde verschoben und ist auch da. Overlord wurde auch verschoben, ne? Ja, also für diesen Mod, was diesen Mod nicht erscheint, ist auf jeden Fall Konosuba Light Novel. Der ist auf jeden Fall nicht erschienen. Ja. Okay, was gibt es als Highlight? So, Highlight. Thema. Was haben wir denn? Platinum End habe ich, ja. Ja, habe ich auch. Und das war's bei mir. Das war's bei dir. Dann kannst du den Kunden ja ruhig bedienen. So, bei mir ist Platinum End. Leute, ich habe das von Anfang an verfolgt. Ich werde es dann halt zu Ende lesen. So. So, die Natur eines reinen Seele, da werde ich den ersten Band noch reinlesen und dann schaue ich mal. Ab 18 ist? Ja, ist ab 18. Ist halt so, weil der Stil gefällt mir. Und okay. Ich habe auch die erste Reihe von den Mangaka und deswegen hole ich das auch. Persona 5? Hast du es? Machst du nicht? Willst du nicht? Als Highlight? Oder? So, ich habe das Spiel nicht gespielt.
Also ich auch nicht. Zeit, so ich auch nicht. 100 Stunden RPG reinzuhauen, habe ich echt keine Zeit. Ich auch nicht. Ja, ansonsten ist nichts mehr dabei. Nee, hier nicht. Aber wir können auch sagen, was hier lieferbar ist. Ab ja, den 9.2. Black Clover 28. Kostet jetzt 7,50 Euro. Rothaarige Schneeprinzessin 17,20 €. Auch ab 7,50 Euro jetzt. Kumikaito Militiate 2, 4 und 5. Zelda Twilight Princess 4 und 5. Ganz viele Bände von Juna, und zwar 16, 18, 19, 24, 31, auch für 7,50 Euro jetzt. Was mich besonders freut, Yotsuba 12. Und was nehmen wir noch? Oh, ist wieder verfügbar. Zero Run, das fremde Mädchen Nummer 1. Kett, ja. Kann man wieder mit anfangen. Ja, das ja. Sind so Sachen, die wieder lieferbar sind. Das ist doch schön. Das heißt, wir haben noch nächste Woche Ultraverse. Und dann sehen wir im neuen. Dann sehen wir uns im neuen Laden. Da gibt es wahrscheinlich auch noch ein Video von Jao, wie der neue Laden aussieht. Das werden wir aufnehmen große müssen. Große Neuöffnung am 25.02. Ja. Kommt vorbei, wenn ihr schon kommt vorbei. Ihr wisst Bescheid, dann bis dahin. Peace.